Ja, da sind wir wieder. Ei der Staun. In meinem unbändigen Drang, die Experience, die Erfahrung für euch noch besser zu machen, mache ich ständig neuen Unsinn. Wieso ist das so leise? Wahrscheinlich, weil ich mir das leise gedreht hatte. Warum liegen hier eigentlich so viele Flaggen rum? Und vor allen Dingen, was mache ich damit? Egal, ich bin ein bisschen blutleer, da muss man durch. Was wollte ich noch? Ah ja, erstens mal, Taste da. Erstens mal habe ich heute einen neuen Codec am Start, mit dem OBS aufzeichnet. Das heißt, es könnte sein, dass die Grafik hier und da ein kleines bisschen besser wird. Und als zweites will ich mir mal angewöhnen, und ich versuche es mir angewöhnen, gewisse Dinge, wie zum Beispiel das hier, täglich am Anfang des Videos so einzublenden. Also Bear Mountain und dann steht hier die Typenbezeichnung und vor allen Dingen die Durchwahl zum Server. Das habe ich sonst immer unten in der Videobeschreibung drin, nur ich muss das immer von Hand dann darüber wuseln. Also zumindest bei jedem neuen Server einmal. Das geht ja auch so viel besser. Und dann gibt es hier irgendwo noch ein Server-Panel. Da könnt ihr erstens sehen, hier die aktuelle Uhrzeit und das Datum der Aufzeichnung dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, im Player-Tab müsste irgendwo die Ortszeit auch nochmal sein. Genau. Wir haben es hier den 2.2.2020 und 11.34 Uhr Vormittag haben wir es. Die restlichen Daten sind meistens völliger Blödsinn, wie zum Beispiel Session Time. Ich spiele hier keine 2 Stunden, sondern bestenfalls 5 Minuten gerade. Ja. Gut, das werden wir jetzt künftig so machen und deswegen wird die Welt ein besserer Ort. Ich kann mich nicht bewegen. Warum nicht? Weil ich einmal escape und wieder raus muss. Und dann kann ich mich wieder bewegen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Verdammte Axt. So, wie sieht das mit den Patronen aus? Ich glaube, das ist alles voll, ne? Ja, doch. Bin ein bisschen blutleer, aber das sollte sich im Laufe der Zeit geben. Wo bin ich? Ich bin im Laden neben dem Krankenhaus. Oder Hospital, oder bei DayZ auch häufig genug Hospiz. Das mit dem Blut, das könnte sich eine Weile hinziehen. Ne, das kennen wir ja. Ein Startkit. Ich könnte jetzt eventuell noch ein... Ja, Blood-Test-Kit brauche ich eigentlich auch, wie ich gerade sehe, ne? Und ein Salinberg könnte ich brauchen. Mal gucken, was ich für eine Blutgruppe habe. Das ist immer so ein Abenteuer. So, null negativ. Ja klar, ne? Wieder so eine Exotenblutgruppe. War ja auch klar. Es wäre ja sonst alles auch viel zu einfach. Wie gesagt, es ist ein bisschen farblos, aber das liegt in der Natur der Sache. Ephedrin-Auto-Injektor. Ich habe noch nie eine sinnvolle Anwendung dafür gefunden. Blood-Test-Kit. Ja, ich nehme mal eins mit. Es gibt unterschiedliche. Ich glaube, dieses Blood-Test-Kit zeigt tatsächlich nur die Blutgruppe an. Aber ich habe es auch schon gesehen, dass sie einmal das komplette Gesundheitspaket anzeigen. Also was man zum Beispiel für eine Krankheit hat. Und das ist ja nicht ganz unwichtig. Ich würde zum Beispiel irgendeine Form von Maske sehr zu schätzen wissen, weil man kann sich hier sehr schnell, sehr tödlich mit irgendetwas dauerhaft infizieren. Hatte ich hier nicht irgendwo eine Art von Flasche oder... Hatte ich eine? Ich hatte irgendwie so das Verlangen, eine Feldflasche nachzufüllen, von der ich nicht mal weiß, ob ich sie habe. Ja, wo war es denn? Ja, scheinbar habe ich keine. Wenn ich keine habe, kann ich sie auch nicht nachfüllen. Das klingt so logisch. So, wie ist die Population? Vorhanden. Hier ist nämlich irgendwo eine Quelle vor der Tür. So mit Pumpenschwengel. Ja, wie machen wir das? Normalerweise mein Lieblingsplatz für solche Geschichten, um Zombies kurz zu halten, ist eigentlich hier oben drauf. Ah ja, ich komme auch mit diesem Rucksack drauf. Das war ja schon mal anders. Was nehmen wir denn für eine Piff-Puff? Ich habe einmal diese alberne. Ich habe hier eine 9mm. Zurzeit habe ich ja aus irgendeinem Grunde schleppe ich noch dieses große Ding mit mir rum. Warte mal, wo ist sie denn? Ah, ich habe sie. Habe ich sie nicht mal auf der Kurzwahl? Doch, auf der 6 habe ich sie. Na also, sechstens. So, liebe Zombies, bitte hier versammeln, um ordentlich in Reihe und Glied abgeschlachtet zu werden.
Ah ja, die ersten nehmen Fahrt auf. Ich sehe jetzt schon zwei, drei. Einer war wohl außer Hörweite da hinten. Junge, Junge. Versuchen wir das mal. Luft holen. Ja, die orientieren sich jetzt neu. Das ist aber eine verschlafene Bande. Das sind bestimmt studentische Hilfskräfte oder sowas. Oh, wir haben übrigens 11.55 Uhr. Es könnte natürlich passieren, dass wir um Punkt 12 mal wieder einen Server reset haben. Aber auch schlecht schießen. Jetzt dafür eine Entschuldigung. Au! Also, hör mal! Die haben aber eine ordentliche Reichweite, dass man auf Autos erwischt werden kann. Das habe ich ja schon erlebt. Aber das... Und sie machen Türen auf. Ja, klasse. Wie ist das hier mit Spielerschutz? Wir reden immer alle von Zombieschutz und dies Schutz und das Schutz und Spielerschutz. Der wird kleingeschrieben. Na, warte. Ja, von wegen, na, warte. Aber immerhin, durchs Dach nach oben schlagen sie noch nicht. Krieg ich die Tür zu? Nee, schade. Wäre auch eine Lösung. Ja, und nun, da muss ich ja komplett mein Konzept für sichere Plätze muss ich ja ändern. Ich meine, macht ja auch Sinn. Das soll ja nicht zu leicht sein. Trotzdem, so aus Gebäuden rauszuschießen, ist total schwer bei den meisten Gebäuden. Weil die Zombies dann sich hinter irgendwelchen Dingen verstecken. Ah! Das ist doch zum Mäusemelken. Himmel, Herrgottsakrament, noch einmal. Jetzt mache ich die Tür auch noch vor meiner Nase zu. Ich bin heute echt voll der Profi. Und ich kann nicht mehr laufen. Bin ich verletzt oder bin ich nur ausgepowert? Das spielt vielleicht alles keine Rolle mehr, wenn die so weitermachen mit mir hier. Oh! Und ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt spielen, so rotten sie sich auch noch zusammen und bilden einen Kompott gegen mich. Mann, das ist mir aber lange nicht mehr passiert. Na gut, ich will mich darüber auch eigentlich gar nicht beschweren. Es soll ja schwer sein. Es ist auch schwer, ja. Nein, ich sag jetzt nichts, was man über YouTube nicht sagen dürfte. Na gut, dann probieren wir das Respawn nochmal aus. Da steckt man so viel Zeit, Aufwand, Geld, Nerven und was weiß ich rein. Und wie honorieren sie es? Sie lassen die Spieler einfach getötet werden. Ich sag doch, Spielerschutz. Ich fordere Spielerschutz. Ja, über den Spawn denkt er jetzt erstmal ausgiebig nach. Warum nicht mal Kamenka? Das ist sowas von Arsch der Welt. Execute. So. Müssen wir erstmal rausfinden, ob ich mich gleich wieder umbringen muss. Next, 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 next. Passiert überhaupt nichts. Und trotzdem kann ich mich nicht bewegen, muss einmal Escape machen, muss nochmal Escape machen, kann mich bewegen, kann nachgucken, ob ich ein Weib bin. Nein, ich bin ein halbwegs gesunder Europäer, das ist doch schon mal was. Ob ich nur Europäer oder Asiate oder sowas bin, das ist mir ehrlich gesagt Schnurz. Aber ich möchte einfach hier nicht als Frau rumlaufen, das ist einfach albern. Eine Vega, Schrotmunition... Das ist aber verdammt wenig die haben dafür die Zahl der Magazine entsprechend hüps eingestellt. Hüps, Schluck auf. Wasserflasche, das ist auch schön. Oh Mann, ist das mir immer richtig. Darauf esse ich erstmal eine Pflaume und hoffe, ich muss nicht auf Klo. Die militärische Einrichtung müsste irgendwo hier sein. Ja, Vorzeit dürfte sich nicht geändert haben. Ich guck noch mal nach, wo wir diese tollen technischen Möglichkeiten schon haben. Player Tab, genau. Haben wir es hier 12.25 Uhr.
Na gut, dann laufen wir einfach mal drauf los. Nanu, ich kann außer Atem kommen. Ist das neu? Oder verwechsel ich das schon wieder mit 95 verschiedenen Servern? Wahrscheinlich ja. Da ist der Bahndamm. Da sind unglaublich viele kaputte Autos, die normalerweise von Zombies umschwärmt werden. Aber ich weiß ja aus bitterer Erfahrung, da vorne muss irgendwo eine militärische Einrichtung sein. Vermutlich vollgestopft mit Zombies, um mir das Leben schwer zu machen. Immerhin, wenn ich dem mit der Feige 1 von die 12 haue, dann ist da auch echt Feierabend. Die stehen dann nicht nochmal auf. Ja, da haben wir es auch schon. Jetzt schön langsam ranpirschen. Ja, normalerweise würde ich dann auf diese komischen Sandsäcke rundherum springen und wäre da vollkommen unerreichbar. Ob das jetzt noch so stimmt, sei mal dahingestellt. Ich weiß aber, es gab irgendwie einen Trick, da auf das Tarnnetz drauf zu springen und von da oben aus unerreichbar zu sein. Hoffe ich. Ja, schauen wir uns das Füllhorn der positiven Überraschungen an, da hier auf uns lauern. Was ist das denn, Drolliges? Der PP... Ist das wie eine PPSH oder was ist das? So einen Schlüsselanhänger nehme ich mal mit. Der ist, glaube ich, ganz hilfreich. Wofür ist der? Cosmetic Reduces Recoil. Okay. MAB 38. Maschinenpistole 38. Bla bla bla. Bla bla bla. Zweiten Weltkrieg. Bla bla bla. Das Problem ist halt immer, finde ich die entsprechenden Magazine. Eine Tommy Gun. Lustiges Ding. Gleiches Problem. Finde Magazine. Keine Zombies. Das ist gut. Vielleicht schlafen die alle noch. Ist ja noch früh am Tage. Studentischen Hilfskräfte sind noch nicht wach. Oh Gott, ein 200-Round-Magazin, das war fast volles. Das packen wir ein. Schon wegen der ganzen Munition. Das ist im Moment der beste Helm, den ich seit Stunden gesehen habe. Nehmen wir auch mit. Jetzt wollen wir mal vorsichtig an die Sache gehen und bloß keine Zombies verärgern. Was ist das denn? Eine Galil, ein Sturmgewehr. Ah, Trauschau wem? Was haben wir da noch Schönes? Also, kein Mangel. Ah, es ist ein NATO-Kaliber. Ich glaube, davon packen wir uns mal eine ein. Komplett mit einer nicht funktionierenden Zielhilfe und ohne Magazine. Das hier noch, das war Galil, ne? Das muss man merken, wo der Krempel liegt, falls wir hier über Magazine stolpern sollten. Was haben wir da? Ein AR-15. Ja, viel simpler geht's eigentlich nicht. Und ein Trommelmagazin für eine PPSH. Haben wir da oben nicht eine liegen sehen? Ne, das war eine irgendwas mit 38, ne? AR-15. Und MK-18. Alle im gleichen Kaliber. Close Quarter Battle. Aha. Ja, und die entsprechende Munition. Oh, Handschuh, ganz toll. Handschuh mitnehmen. Ja, ohne die entsprechenden Magazine ist das natürlich alles Banane. M5966. Was ist das? Ist das ein Derivat? Ja, doch, eine interessante Flinte, wenn man die Patronen hat, weil der braucht nicht ein extra Magazin. Da kann man so ständig wie bei einer Schrotflinte einfach mal eben schnell Patronen unten nachladen. Das finde ich schon toll. Diese Magazine können einem sowas von auf den Keks gehen. Ich würde den gern mitnehmen, ich weiß aber nicht, ob das passt. Ja, Schrot, eine Weiger und... Ich glaube, ich finde mir jetzt erstmal einen großen Rucksack, wo ich dann hoffentlich mehrere mitnehmen kann. Falls mich nicht irgendwelche Zombies vorher fressen wollen. Ich höre schon wieder irgendwelches Geröchel im Hintergrund. HK-416, der schießt 308, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwas mit Tactical, noch so komischer Schlüsselanhänger. AK-47, HK-416, Ace. Ace, was ist denn eine Ace? Auch ein Galil, ah ja.
Die ist aber bunt. Noch ein AR-15. Cannabis bunt. Weißt du was? Also, das ist auch Type 89. Dann nehmen wir mal ein AR-15 in bunt. Mit Schalldämpfer anscheinend. Und ich weiß nicht, ob die Zielhilfe hier, bringt mir die irgendwas? Keine Ahnung, ohne Batterie wahrscheinlich nicht, aber ein Schalldämpfer. Den nehme ich auch mit, einfach so, weil ich es kann. Und ich bin sicher, ich höre da Zombie-Geröchel. Da hinten sehe ich einen. SS, also aus den Schweizern. SKS. Der mit Bajonett? Nee, mit. Ach, ich würde ihn so gern mitnehmen. Bringt aber ohne Muni nix. Der hat wenigstens das Munition dabei. Und, Magazin. 308er. Spaceship 739. Hat der ein Magazin dabei? Ja, er hat ein Magazin. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, eine Schusswaffe mit Patronen ist immer besser als eine Schusswaffe ohne Patronen. Das sage ich euch aus Erfahrung. Hm? Zombies machen natürlich wieder Terror. Eine Bande ist das. Da haben wir SKS nochmal. Haben wir da Tolles mit Magazin? Völlig egal, ich hole mir das Magazin hier raus, wegen der Patrönchen. Ja, genau, der kommt dann dahin. Und was haben wir hier noch Tolles? Noch eine AK-47 mit irgendwelchen Schnickschnack, aber kein Magazin. Und eine Kreditkarte? Nein, Ammo-Box. 46 mal 30 von Fiocchi. Das ist der für ein Kaliber. Pack und Munition gefüllt mit. Mann, was waren das noch für Zeiten, als man den Zombies einfach irgendwie 1 auf die 12 geben konnte, ohne dabei kompliziert zu werden? Ja, dann probieren wir doch mal hier Peng aus. So, liebe Zombies, da unten stört ihr mich eher, als es ihr mir nützt. Tja, so, mal ausprobieren. Ja. Wenn die mich jetzt hauen können. Oh, guck mal, von allen Seiten kommen sie an. Muss ich wohl eine alte Technik wiederbeleben. Man kann hier sehr schön durchschießen. Bisschen schwierig, sich nicht in den Fuß zu schießen dabei. Hinhocken. Ja, klappt ja super. Meine guten alten Tricks funktionieren scheinbar nicht mehr so wirklich toll. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Wo können wir denn raufspringen? Also sie haben ja vorhin auch oben auf diese... Wie wollen wir das nennen? Dieses Dings da, diese Bude geschossen, geschlagen haben sie nicht geschossen. Es wäre noch schöner, wenn die anfangen zu ballern. Da hinten ist so ein Metalldingens. Vielleicht ein LKW hier irgendwo. Da hinten steht ein LKW. Vielleicht sollte ich das ja mal probieren. Da steht ja auch ein LKW. Und ich komme nicht raus! Das kann doch nicht wahr sein! Au!
Meine Fresse! Wo kommt der Gilly-Shrug her? Der war doch eben noch nicht da. Au! Was macht ihr denn da? Schmeißt du mit Steinen oder? Du schmeißt mit Steinen! Wo sind wir denn hier? Hör mal! Steine schmeißer, man kommt sich irgendwie vor wie im Brockdorf. Jetzt haben wir erstmal Wirkungstreffer hier. Tatsächlich, die werfen Steine. Stein. Das haben wir noch nie erlebt. Ich gebe es ja ungern zu und es macht Sinn, weil es sonst so einfach wäre. Aber trotzdem irgendwie... Old Rifle Optik, was ist das denn? Mitnehmen. Wo kriege ich eigentlich neue Munition her? Weil Munition ist hier ja echt ein Thema. Durch Tarnnetze wird man doch mal noch schießen können. Und was für Kohorten hier. Was? Die schmeißen natürlich... Ach, von hinten kommen die jetzt. Drecksäcke. Der hat so einen Rucksack und ich muss ihn mir zerschießen hier. Aber ich scheine keine größeren Schäden davon getragen zu haben. Naja. Mann, Mann, Mann. Oh, es lohnt sich aber. Was? Schon so viel am Mann, dass ich das nicht mehr unterbringen kann, oder wie? Eine Dose Futter muss sein. Optik, Munition. Hallo, bewege dich. Batterie, Aber er übernimmt sie nicht. Ich muss sie hier händisch... Doch, jetzt hat er sie genommen. Das scheint alles so seine Zeit... Nee, er hat sie in die Hand genommen. So. Immerhin, Zombies scheinen bisweilen auch Waffen zu haben. Eine Funke. Nö, brauche ich nicht. Kann höchstens zum Nachgucken, ob eine Batterie drin ist. Nein, ist keine drin. Kann er sie wieder haben. So. Dann will ich die auch nicht. Malfunctioning Keycard. Das klingt ja sehr ergiebig. Noch irgendwie eine Optik. Eine Kose-Dola. Ein Zielfernrohr. Nehme ich meine Hand, weil kein Platz mehr ist. Ich brauche einen Rucksack. Oder eine Kampfmitteleinsatzweste. Ruined. Der Kunststück, wenn man lang genug mit einer solchen Flinte draufballert, dann ist alles ruiniert. Das? Ich habe keine Ahnung, was ist. Ups. Habe ich es noch genommen? Rucksack ist natürlich ruined. Ja, logisch. Ruined. Ja. Das ist ja super gelaufen. Munition keine. Das ist. Ja, was habe ich denn doppelt und dreifach? Ich habe so mehrere Optiken. Ich habe noch eine super Idee. Ich gehe erstmal irgendwo hin, wo keine Zombies gerade sind. Diese Tarnklamotte kann ich mir vermutlich schenken. Gilly Shrug. Camouflage, Attention, Break up. Schultern. Ach, anstelle eines Rucksacks. Ja, super. Genau das brauche ich. Keinen Rucksack tragen können. Hm. So, das Ding legen wir mal beiseite für den Moment. Was habe ich denn jetzt an Patronen? Ich habe diverse Magazine eingesammelt. Diese hier werde ich wahrscheinlich nie wieder vollkriegen. Halt also nur zwei. Dann räume ich den Burschen mal komplett aus. Das ist... Aha, NATO 223er.
kann ich hier so lange Munition rausräumen, bis wahrscheinlich die nächsten Zombies wieder spawnen. Ist immer noch morgens? Ja, ist es noch. So, den Kasten schmeißen wir weg und jetzt brauche ich eine 223er mit Magazin. Da liegt sie doch! Ich habe jetzt hier alles durchsucht und jetzt liegt vor meiner Nase ein Ding, das QBZ heißt. Ja, siehst du wohl, die wird jetzt eingemeindet, genau, eingemeindet wird sie auf die Nummer 1. Der kommt auf die 4, der kommt auf die 2... Das Magazin, da kommen ganz viele Patronen rein. Ach Gott, ein Stress ist das. Warum tut man sich so ein Spiel überhaupt an? Das frage ich mich täglich aufs Neue, mehrfach. So, und jetzt nichts wie weg. Na, Fressalien habe ich ausreichend. Oh, wie sieht das aus hier mit einer Optik obendrauf? So Leuchtdingens irgendwie. Passen da alles drauf. Hier hätten wir etwas, ein Tritium-Visier. Ja, ist doch schon ganz okay. Braucht das Ding eine Batterie? Ja, es braucht eigentlich eine Batterie. Wir hätten alternativ noch sowas. Das passt eh nicht, also weg damit. Ein kleines Red Dot. Tja, passt auch nicht, also weg damit. Ein Eco irgendwas, passt auch nicht, weg damit. Mach mal Platz, Schalldämpfer. Passt, drauf damit. Ja, Munition, mehr als ich essen kann. Und immer noch kein Rucksack, man hält es ja im Kopf nicht aus. So, dann wird der wieder nach oben verfrachtet. Batterie, genau, ich sollte vielleicht mal ausprobieren, ob es mit der Batterie irgendeinen Vorteil bringt. Ja, ist nicht so umwerfend, aber wahrscheinlich im Dunkeln dann, ne? Tja, dann würde ich sagen, sollten wir uns eventuell vom Acker machen, bevor hier die Vorbesitzer wieder einziehen. Und ich habe nur noch keinen Rucksack. Ich kann das gar nicht fassen. Alles komplett zerschossen, was hier rumlief. Steineschmeißer, geschieht denen recht. Guck hier nochmal nach. Ich kann mich doch gar nicht dran... Ich fass das noch gar nicht. Was hat der dabei? Ist das der Zombie persönlich? Scheint so. Sulfur-Nugget. Ich glaube, als Nugget wird in diesem Falle gar nicht mal unbedingt der... also wie so ein Goldklumpen oder sowas. So ein Nugget ist, glaube ich, alles, was ein Klumpen ist. Guck mal, Munition einpacken. Cannabis einpacken, kann man wahrscheinlich verhökern hier. Hallo? Habe ich mehrere davon? Funke hatten wir schon geklärt, dass da nichts ist. 762 mal 57, das wäre für einen 98k zum Beispiel brauchbar. Und welche Schießeisen? Tech 21, Sniper Rifle. Ja, aber alles ohne Magazin. Ich hätte gern diesen Rucksack gehabt. Ich hätte ja so gern diesen Rucksack gehabt. Oder eine Weste. Gönnt man mir das? Natürlich nicht. Alien Nugget. Can be converted to ingots. Ah ja. Nehmen wir mal so einen Alien-Nugget mit. Tja, und nun heißt es, irgendwo unauffällig im Gelände verschwinden oder Zivilisten abknallen, in der Hoffnung, dass die irgendetwas Sinnvolles dabei haben. Polizeiauto,
In Polizeiautos kann man tolle Sachen finden. Auf Polizeiautos kann man auch tolle Sachen finden. 50 BMG. Was? MK47HG. Was ist ein Mark 47? Oh, ein Gefechtshelm. Nehmen wir mal mit. Blablabla, bla, bla. Das ist doch nur eine Schiene, ne? Ja, das ist ein Dallschämpfer. Ist irgendwas drin? Muss ich eventuell die Tür erst aufmachen, um da ranzukommen? Oder liegen da nur Sachen oben drauf? Ich glaube, es liegen nur Sachen oben drauf. Falls dem so sei, könnte man sich künftig das Aufmachen von Autotüren grundsätzlich schenken. Was gar nicht mal so schlecht wäre. Zombies? Ja, hier liegen auch Sachen drauf rum, wenn ich mir das so anschaue. In 308 Winchester ist aber nur eine Patrone drin. Ein Ecotec bla bla bla. Gilly Wrap. Und was ist das für eine Knarre? Round 10. M24. Tja, habe ich da mehr von als von dem anderen Ding? Ich glaube auch nicht, ne? Hat er eben irgendwas gezockt. Eine Vector. 9 Para. Ohne Magazin, aber mit diversem Schnickschnack. Und da hinten liegt eine Pistole rum. Ich sollte mir die Pistole eventuell mitnehmen, damit ich irgendetwas habe, mit dem ich das Kaliber 9 Para verarbeiten kann. Hm. 22er Patronen, ihr wollt mich wohl verarschen. Kann ich Zombies bestenfalls aufwecken oder verärgern oder sowas. Nicht noch eine Vector oder sowas. Ein Chris ist das. Ja, mit Magazin? Nein, aber mit einer Hasenpfote dran. Also ich weiß, dass man die Dinger hier kann man durchaus verkaufen. Da gibt es Geld für. MPX 9x19. Was ist das denn nun wieder? Jeden Fall ist ein Magazin, das man leer räumen kann. Der Platz nimmt sowas weg. Oh, zu viel. Hör ich im Hintergrund. Ja, schon wieder ein Zombie im Hintergrund, oder? Ich vermute mal, hier hat kürzlich jemand aufgeräumt. Jetzt spawnen die lieben Kleinen wieder. Das nur wieder eine so kommende Pistole. Bla bla bla. 45 ACP. Okay, noch ein Kaliber mehr, das ich verarbeiten kann. Magazin ist bei. Hey, nicht mehr, als man manchmal abhaken kann. Was ist das jetzt wieder? 22er? Da hinten tauchen immer mehr Zombies auf. Eventuell muss ich weglaufen. Oder schießen. Oder mich hurtig bewegen. Können in der Tat eine ganze Menge ab, die Jungs. Da kommt einer an. Und gar nicht mal so wenige. Zum Glück gehen sie in die falsche Richtung. Also hier scheint der Schalldämpfer aber zu funktionieren, würde ich mal so behaupten. Bisschen hektisch ist der Gute trotzdem.
Boah, ich bin hier ganz durcheinander. Irgendwie bin ich angespannt. Ich weiß gar nicht warum, aber... Ich muss sagen, Zielfernrohr ist schon irgendwie nützlich. So auf eine abgedrehte Art und Weise. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, das Magazin nachzuladen. Ja, es wäre schön, wenn ich ein zweites Magazin hätte, ne? Ja, war gut, dass ich diesen Maschinengewehrkasten gefunden habe. Da war ja richtig was drin. 180 Schuss oder so. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Zombies... Ach, Gold. Was will man denn mit Gold? Kann man auch Blech nehmen. Was ist das denn hier wieder? Eine Unordnung hier. Sondershausen. Ein bisschen Platz schaffen. Platz schaffen ohne Waffen. Oh, mit Waffen geht aber echt besser. Wahrscheinlich waren die hier noch gar nicht zu Ende gespawnt und deswegen kommen hier immer neue dazu. Also Jungs, da waren aber die Militärknaben, die waren besser ausgerüstet. Da ist ja noch einer von der Bande. Noch eine M24. Da hatte ich irgendwie noch AR-15 oder sowas? Nee, was haben wir denn hier? Ach, da war ich doch schon. Wer röchelt da rum? Da. Noch eine, Mensch, wie heißen diese kleinen Dinger, die hier? Mit Magazin. Aber viel zu viel Platz. Tape! Yay! Tape kann man immer brauchen. Dragunov. Ja, wenn man die Patronen findet. War das jetzt wieder? Noch eine Peng? Noch eine Beretta in 9x19? Aber mit Magazin. Hatte ich hier nicht noch eine Beretta? Nee, eine Sokom. Mit Magazin? Ja, mit Magazin. Blabla, 45er. Ah ja, richtig, 45er. Und irgendwo hatte ich einen 9er. Da. Mit wie viel Patronen? Ohne Magazin. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Dann nehmen wir die Knarre mit Magazin. Ja, so machen wir das. Ist das schon wieder dunkel? Die Sonne ist doch am selben Fleck hier. Player-Tab? Wo ist der Player-Tab geblieben? Wir haben jetzt hier 16.24 Uhr und die Sonne steht immer noch da. Warum? Ja, es wird dunkel, ganz eindeutig. Das sieht hier nach einer erzwungenen Nachtruhe gleich aus. Ich höre schon Huhu. Essen sollte ich auch mal wieder. Aber ich bin fast wieder gesundet. Das ist doch auch schon viel wert. Das wird aber rapide dunkel. Finde auch immer weniger, habe ich den Verdacht. Was ist das jetzt wieder? The Storm. Optic Red Cross mit Batterie. Mhm.
Jetzt wird's aber wirklich ein bisschen dunkel. Hab doch ein Knicklicht dabei gehabt. Ja, hier. Tja, die Welt war schon heller. Mann, Mann, muss ich ganz schön umstellen. Essen. Ich wollte essen. Stecke ich den so lange in die Tasche hier. Leuchte im Dunkeln. Boden. Boah. Kaum, das ist auf.